Glück auf, ihr Lieben. Willkommen zurück. Thema heute: Was liegt außerhalb des uns sichtbaren Land auf dem Mond? Und ist der große Zyklus ein Teil eines noch größeren Zyklus? Bevor wir starten, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare. Das ist kostenlos, habe ich gehört. Und das hilft, die Informationen zu verbreiten. Der YouTube-Algorithmus findet das auch super. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Weiter zum Thema. Los geht's. Beim Beobachten des Mondes, der das Röntgenbild der Erde darstellt, sind die Kontinente transparent dargestellt, entweder blau für den Tag oder schwarz für die Nacht, während die Meere weiß sind. Die Krater sind ja Formationen im Relief des Meeresbodens oder sogar an Land. Diese Formationen entstanden durch thermische Prozesse nach chemischen Reaktionen. Das hatten wir in den vorhergehenden Teilen gelernt. Ein Beispiel hierfür ist zum Beispiel Kalk, der bei Kontakt mit Wasser sprudelnde Zustände und kraterartige Formationen auf seiner Oberfläche erzeugt. Der Mond hat eine leichte konkave Linse. Hier muss ich mich korrigieren, im letzten Video habe ich konvex gesagt, es ist eine konkave Linse. Ähnlich den runden Straßenspiegeln an scharfen Kurven. Das müsste eigentlich jeder von euch mal gesehen haben. Der Auto fährt auf jeden Fall und ansonsten jeder, der im Straßenverkehr unterwegs ist. Wenn wir die Krater betrachten und das Land der Erde als flach betrachten, sehen wir einige Krater an den zentralen Punkten, die senkrecht zu ihrem Abdruck auf dem Mond erscheinen, hier im Bild A zu sehen oder Punkt A. Während andere in einem bestimmten Winkel erscheinen, entweder weniger oder mehr, je nachdem, wie nah sie am Rand des Mondkreises liegen, also B und C. Um diese Art von Verzerrung zu korrigieren, müssten wir einen Wölbungseffekt anwenden, um die konkave Form des konzentrierten Plasmaphänomens des Mondes auszugleichen. Wenn alle Krater fast vertikal erscheinen, hören wir auf, diesen Wölbungseffekt oder den Ausgleich des Wölbungseffekts anzuwenden. Und das Ergebnis ist ein Bild dieser Art. Die uns bekannten Gebiete ändern sich nicht viel, außer den südlichen Regionen. Wir bemerken, dass die Größe der Südmeere stark zunimmt. Hier 1, 2, 3 und 4. Auch die Größe des Südpangäers nimmt in eine Richtung zu. 5. Einige neue Kontinente werden ebenfalls enthüllt. Südlich von Australien, hier 6 und 7, südlich von Indien, die 8, südlich von Südamerika, die 9. Alles, was enthüllt wird, scheint in das Bild des Mondes komprimiert zu sein. Durch Entfernen der Vergrößerungsverzerrung, die in den peripheren Bereichen auftreten, erhalten wir ein Bild auf der nächsten Seite. Wir kommen zu dem Schluss, dass die Erde noch größer ist und andere entfernte Gebiete enthält. Es scheint auch, dass es andere Meere und Kontinente außerhalb des Bereichs gibt, den uns der Mond als Fortsetzung zeigt. Diese Tatsache unterstützt die Behauptung, dass das Zentrum des großen Kreises, also des großen Zyklus, der die kosmischen Zeitalter definiert, auch einen kreisförmigen Verlauf mit einem anderen Zentrum in einem größeren Raum zu einer unbekannten Zeit macht. Ja, also der Mond, beziehungsweise das, was man nicht auf dem Mond sieht, durch diese konkave Wölbung, zeigt uns weitere Länder, Kontinente, Meere und vor allem stärkt es die Behauptung, dass wir noch einen größeren Zyklus verlaufen, der noch größer ist. Also wir haben ja schon den Zyklus mit den 26.000 Jahren. Jetzt haben wir noch einen größeren Zyklus. Das ist ja auch wieder augenöffnend und natürlich Wahnsinn, was am Mond abzulesen ist. Ich bin ja mal wieder begeistert von Vibes of Cosmos. Ja, das war's zum vorletzten Teil von Schwingung des Kosmos für das Buch 5. Ob er ein sechstes Buch rausbringt, das kann ich nicht sagen. Aber ich gehe mal stark davon aus. Es wird eine große Reihe. Ich versuche mal mit ihm Kontakt zu treten, dass das Buch eventuell auch auf Deutsch hinauskommt, denn ich habe jetzt inzwischen alle Texte übersetzt. Und ja, wäre natürlich eine schöne Variante, das Buch in Deutsch abgreifen zu können. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut mal in die Videobeschreibung. Ich habe jetzt auch einen Patreon-Account.
aufgemacht, ja, weil einige das von mir wollten. Und es wird auch bei Telegram bald eine Gesprächsgruppe geben, wo man sich austauschen kann, Fragen stellen kann. Und ja, das freut mich ganz besonders. Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir sehen uns dann beim nächsten und letzten Teil. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis bald.